Wie viele kostenlose legendäre Embleme bekommt man eigentlich im Spiel? Und was muss man dafür tun? Wie oft bekommt man sie und wie viele sind da insgesamt im Monat eigentlich farmbar? Gerade als Free-to-Play-Spieler, das besprechen wir nach dem Intro. Doch bevor wir loslegen, kurz die Info. Möchtet ihr euch über Diablo Immortal austauschen, dann kommt doch gerne auf unseren Discord-Server unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und solltet ihr auf Hemlir zocken, dann wechselt doch gerne zu unserem Clan. Solltet ihr auf einem anderen Server spielen und nicht richtig zufrieden sein, dann beginnt doch gerne neu auf Hemlir und kommt auch zu unserem Clan. Wir haben für jeden Platz nette Leute, da solltet ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Doch jetzt besprechen wir, wo überall bekommt man eigentlich kostenlose legendäre Embleme im Spiel? Gerade als Nichtzahler, als Free-to-Play-Gamer. Was muss man machen? Was muss man beachten? Wie oft bekommt man da wie und wo denn etwas, naja, nicht geschenkt, aber zumindest gegen kleine Beträge eingetauscht? Zunächst beim Hilt-Händler Leutnant Fizria. Der verkauft euch einmal im Monat unter dem Tab Allgemein ein legendäres Emblem, das aber gebunden ist. Das heißt, die Drops sind ebenfalls gebunden. Das sage ich euch immer noch dazu. Und als Unsterbliche könnt ihr für Hilts einmal im Monat ein gebundenes Emblem kaufen. Dann haben wir seit dem letzten Update den Weg des Helden im Kodex. Und auch da gibt es legendäre Embleme als Belohnung einmal bei der Etappe 3 gebunden. Und einmal als Belohnung für die Etappe 4, ebenfalls gebunden. 5 und höher gibt es aktuell noch nicht. Ich gehe aber auch davon aus, dass es da dann legendäre Embleme geben wird. Dann gibt es Eventbelohnungen. Einmal aktuell Pfad des Abenteurers. Da gibt es dann einmal ein gebundenes legendäres Emblem. Und beim Hungernden Mond gibt es auch eins als Belohnung. Und aktuell sieht es so aus, als würde es im 2-Wochen-Rhythmus immer wieder Events geben, die sich dann wiederholen. Also vermutlich bekommen wir hier durch Events alle 2 Wochen ein legendäres Emblem. Dann die Schatten. Im Schattenkrieg schafft ihr es unter die Top 10, dann gibt es wöchentlich ein legendäres Emblem, das auch gebunden ist. Also ganz relevant hier, nehmt an den Schattenkriegen teil, macht eure Schatten-Dailies und versucht auf eurem Server in die Top 10 zu kommen. Dafür gibt es ein Emblem. Dann könnt ihr eins kaufen beim Emblemhändler Yondo Muren, einmal wöchentlich für 1600 Platin. Voraussetzung: Ihr müsst mit eurem Trupp Lassal oder Vitat gelegt haben, denn dafür gibt es dann einen Gutschein, könnt ihr einmal wöchentlich ein ewiges legendäres Emblem kaufen. Das heißt, davon sind die Drops im Rift nicht gebunden und die Edelsteine, die ihr dadurch bekommt, könnt ihr im Markt verkaufen. Dann kann man seit dem Update beim Juwelenschmied-Lehrling Cyril für 22 FA-Runen, die man ja für erlöschende Funken bekommt, einmal wöchentlich ebenfalls ein legendäres Emblem kaufen. Ebenfalls ein ewiges, nicht gebunden. Drops könnt ihr im Markt verkaufen. Und dann gibt es im Battle Pass ein legendäres Emblem, zumindest im ersten und jetzt auch im zweiten, als Belohnung für die Stufe 20. Das schaltet man automatisch beim Spielen frei. Dafür gibt es dann auch noch mal ein gebundenes legendäres Emblem. Das heißt, mal zusammengerechnet, monatlich für die Schatten. Eins vom Hilt-Händler, zwei durch Events, vier durch Schattenkriege, wenn man Top 10 ist, vier vom Emblemhändler, dann vier vom Juwelenschmied-Lehrling und einen durch den Battle Pass. Das sind monatlich 16 kostenlose legendäre Embleme, die ihr auf jeden Fall mitnehmen solltet. Ihr solltet definitiv versuchen, da alles zu erledigen von, gerade auch die Sachen mit dem Trupp, die so ein bisschen, ich nenne es mal schwieriger, die Schattenkämpfe. Klar, man muss Zeit und Lust und Laune und auch so ein bisschen Skill investieren, aber solltet ihr definitiv tun, weil das Ergebnis einfach total wichtig ist, gerade als Free-to-Play-Gamer oder als jemand, der nicht so viel investieren möchte. Dann, wie gesagt, genau, 16 insgesamt. Und da gibt es ja noch welche jetzt für Weg des Helden. Das habe ich nicht mit aufgenommen, weil wir nicht wissen, wann kommen da neue Aufgaben und in welchem Rhythmus sind da monatlich Embleme machbar. Und natürlich als Unsterbliche gibt es dann noch beim Hilt-Händler eins. Das habe ich auch mal rausgelassen, weil die meisten von uns sicherlich als Schatten
unterwegs sind. Und das war's auch schon, meine kleine Zusammenfassung. Wo bekommt ihr denn legendäre Embleme her? Schreibt euch das auf, macht euch eine Liste, hakt das ab, erledigt die Dinge wöchentlich, monatlich. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr in Zukunft sowas nicht mehr verpassen möchtet und meine Videos dazu nicht mehr verpassen möchtet, dann klickt doch gerne einmal auf Abonnieren, dann seid ihr mit dabei. Und möchtet ihr mich unterstützen, meine Arbeit, unseren Kanal, dann kann ich euch zwei Dinge ans Herz legen. Kanalmitgliedschaft oder Patreon. Guckt da gerne vorbei. Freue ich mich. Vielen lieben Dank schon mal im Voraus. Und jetzt klickt gerne noch auf eines dieser vorgeschlagenen zwei Videos. Da gibt es mehr Content zu Diablo Immortal. Solltet ihr auf jeden Fall reinschauen. Und dann sehen wir uns gerne vielleicht bei einem der beiden Videos wieder. Ansonsten auf jeden Fall bei meinem nächsten, das ich neu hochlade. Bis dahin sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Tschö und gerne bis zum nächsten Mal.